Guten Morgen, Leute. Willkommen zu einem weiteren Daily Vlog aus Köln. Wir sind gerade mit dem E-Auto vom Flughafen zu unserem Hotel gefahren und checken dort jetzt erstmal ein. Es ist gerade Gamescom-Zeit, deswegen sind ein paar mehr Leute hier unterwegs als normalerweise. Wir standen gerade auch schon ein bisschen im Stau. Heute haben wir eigentlich gar nicht so viel vor, aber es wird bestimmt auch irgendwas ergeben, weil in Köln gibt es immer irgendwas. Alter, nice! Definitiv gerade nicht schon 10 Minuten drin gewesen und hab's nur für den Shot nochmal gemacht. Ey. Leute, das ist unser kleines, aber feines Hotelzimmer. Wie immer ein Motel One. Hashtag No Placement. Papa hat sich schon breit gemacht. Und ich weiß nicht, ob man das hier erkennen kann. Wahrscheinlich nicht. Ich kenne da vor allem. Alter, sind wir beim. Wir sind beim Mediapark. Oder? Da hinten ist nämlich ein Fluss und solche kleinen Bötchen. Vielleicht können wir da drauf auch irgendwann mal fahren. Aber warum ich eigentlich aus dem Fenster gucken wollte, ist, direkt nebenan ist ein Lieblingsrestaurant von mir, Vapiano. Ich bin immer froh, wenn es Vapiano gibt, weil, keine Ahnung, ist irgendwie ganz lecker und gut. Und deswegen gehen wir da jetzt ganz schnell hin essen. So, jetzt wird sich erstmal ein bisschen zu futtern gegönnt. Ich habe gerade noch 2 Fotos mit verschiedenen Zuschauergruppen gemacht. Auf jeden Fall immer mega cool, euch zu treffen. Bin mir jetzt allgemein gespannt. Also zur Gamescom-Zeit sind immer ein bisschen mehr so YouTube-Zuschauer und so da. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie viel das noch wird. Aber ich finde es meistens eigentlich echt ziemlich geschillt. Auf jeden Fall, jetzt wird erstmal gegessen, weil ich bin echt hungrig. Ich bin wieder zurück im Hotel und ich habe gerade mal ein bisschen auf Twitter geschaut. Da habe mega viele Nachrichten bekommen, so ey, yo, Tubau hat auf dein Video reagiert. Das ist ganz witzig, weil ich habe eigentlich insgeheim so ein bisschen gehofft, weil Tubau, der ist halt wirklich krass Musiker so und der kennt sich da halt auch echt aus. Ich habe echt gehofft, dass er darauf reagiert und mir praktisch wirklich so gutes Feedback gibt. Und Leute, er hat es tatsächlich getan. Hier habe ich das Video schon aufgerufen. Er hat tatsächlich auf mein Video reagiert, beziehungsweise hat es auch kritisiert oder hat halt seine Rückmeldung dazu gegeben. Und ich fand es echt mega cool. Also er hat da wirklich ehrlich gesagt, was er gut findet, was er vielleicht weniger gut findet oder so. Also ich muss sagen, so beim Zuschauen war ich so ab und zu so, oh je, hoffentlich gefällt es ihm auch. Aber ich denke insgesamt, also ich meine, er fand es vor allem lustig, dass ich halt so als Lauch und halt als jemand, zu dem diese Stimme und dieses Gerede und so gar nicht passt, dass ich halt sowas rappe. Aber er meinte, der Song, den fand er halt mega gut so und das Video passt halt einfach nicht so mega dazu. Also stellt euch mal bitte vor, dieser Song, aber zusammen mit so einem mega überassi Rapper-Typen halt in dem Musikvideo. Das war eigentlich eine ganz witzige Idee. Aber trotzdem, lieber Tubau, falls du das hier siehst, vielen, vielen Dank. Falls ihr das Video auch schaut, möchte, dann würde ich euch mal empfehlen, hier oben in der Ecke vorbeizuschauen. Ich bin jetzt gerade dran, das offizielle Weigh-In von dem KSI vs. Logan Fight zu schauen. Also die werden da so gewogen und man schaut also, wer schwerer ist und sowas. Weil morgen ist dann der richtige Fight. Die beiden sind noch nicht aufgetreten, aber sollte eigentlich in den nächsten Minuten passieren. Oder kommen sie gerade? Also sie sind gerade tatsächlich reingelaufen. Sie werden jetzt gleich gewogen. Okay, Leute, jetzt möchte ich euch aber noch was Wichtiges sagen, denn ich habe vor ein paar Tagen eine Mail erhalten von einer irgendwie so einer Hitte-Bitte-E-Mail-Adresse und da war nichts drin, kein Betreff oder irgendwas, sondern nur eine Audiodatei. Die heißt einfach nur Oscar Diss-Track und ich bin mal sehr gespannt, was drin ist. Also vom Namen her zu urteilen, denke ich mal, dass es ein Diss gegen mich ist in Form eines Songs. Wer weiß, wer weiß. Okay, also ich klicke auf jeden Fall mal drauf. Ich klicke jetzt auf Play. Könnte natürlich auch sein, dass es einfach irgendwie so eine Sprachnachricht ist. Oscar, du Hurensohn. Okay. Oscar Diss. Glockenbeat ist auf jeden Fall am Start. Ich kann auch den Beat nicht so richtig rausfinden. Ich weiß nicht, ob es 4/4 ist oder irgendwas anderes. Ich habe keinen Plan von Musik. Okay. Neues Instrument. Da kommt der Bass. Dr. Günther am Start und ich. Dich hart, hast keine Chance, wer war zu stark? Autotune ist auf jeden Fall am Start. Okay, also was sagt er? Dr. Günther am Start und ich f*** dich hart, hast keine Chance, wer war zu stark? Wer war zu stark? War das eine Frage? Hören wir mal weiter. Trumpf in dein Leben ist wie beim Skat, Nightlife nie zart, immer parat. Also Autotune ist auf jeden Fall vorhanden. Ich habe jetzt irgendwie sowas verstanden wie Trumpf in der Nebel ist so wie Skat. Was machst du? Ich höre mir den Hater-Song an. Willst du den Hater-Song auch hören? In dein Leben ist wie beim Skat, Nightlife nie zart, immer parat. Nightlife nie zart, immer parat. Textlich gesehen auf jeden Fall. Texte haben Kontrast, so wie Mangas, schwarz-weiß Pandas, hinter mir die Amjas. Alter, die war nice, die war nice. Das ist halt so typischer so Gangster-Rap, der so gar keinen Sinn ergibt. Einfach irgendwelche Wörter aneinander geklatscht. Ich ticke Koks hier auf der Straße, Brudi, komm mal runter und schieb dir keine Phase. Damn. Digga, siehst doch einfach ein, Alter. Hast kein Geld, kein Flieger, du. Alles, was du fliegst, ist ein Papierflieger, Junge. Oh! Roast. Oh!
intellektueller Disser. Aber jetzt packt er sogar noch meine Sprachnachricht dran. Puh. Dein Merch sieht scheiße aus. Oh. Ich glaube, an der Stelle brechen wir ab. Richtig. Mich wärst du nichts, gar nichts. Also, komm wieder, wenn dir was richtig Gutes eingefallen ist. Und dann kick mich weg. Okay, war es das? Ist er weg? Sind noch ein paar Sekunden dran? Achso, ja, ich bin weg. Jetzt kommt er wieder, pass auf. Bestimmt. Nein. Gleich. Okay, also, das war interessant. Ich glaube, er hat mich ein bisschen herausgefordert, einen Diss-Track zurückzumachen. Ich muss ja sagen, ich habe jetzt meinen Song rausgebracht. Ja, ich bin jetzt erstmal ein bisschen fertig mit Musik. Was heißt fertig mit Musik? Also, ich mache natürlich nochmal was, aber ich will nicht direkt den nächsten Song hinterherhauen. Außerdem lasse ich mich natürlich auf so eine dumme Diskussion nicht ein. Aber, wer auch immer du bist, auf jeden Fall, ja, ne, also, da hat schon jemand Mühe reingesteckt. Also, ich denke jetzt mal nicht so wie wir in die 12-Stunden-Challenge, aber das ist schon nicht einfach so hingeklatscht. Also, viele Grüße gehen auf jeden Fall an dich raus. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen bei einem weiteren Daily Vlog. Morgen geht's auf die Gamescom, auch zusammen mit dem Papa. Wenn ihr die Vlogs der kommenden Tage nicht verpassen wollt, dann abonniert auf jeden Fall meinen Kanal. Man kann jetzt auf meinem Kanal auch Mitglied werden. Glocke nicht vergessen. Glocke, richtig. Ding, ding, ding. Vielen Dank an meine neuen Mitglieder. Alex Meyer, Simone Behnen, Elena Wiedendorfer und TheGamerHD. Vielen, vielen Dank. Falls ihr Mitglied werden wollt, dann checkt mal den ersten Link in der Videobeschreibung. Wir sehen uns auf jeden Fall in einem weiteren Daily Vlog morgen wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao und schönen Abend. Brrr. Brrr. Alle machen hier auf Musiker, aber ich bin nur ein YouTuber.